Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu dieser neuen Anleitung. Dafür häkle ich mit einer Dreiernadel und einem vierfädigen Bobbel. Alle Angaben zur Wollnadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. Ich beginne damit eine Kette zu häkeln aus Stäbchen. Dazu mache ich drei Luftmaschen, einen Umschlag, gehe in die erste Masche zurück, alle drei Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine Schlaufe, durch zwei und durch zwei für ein Stäbchen. Dann mache ich einen Umschlag, jetzt hat sich hier eine Masche gebildet, Faden holen, alle drei Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine Schlaufe, dann durch zwei und durch zwei für ein Stäbchen. Ihr könnt aber auch eine Luftmaschenkette anschlagen und dann mit Stäbchen zurück. Ihr braucht eine Kette, die einmal locker um eure Schultern herum geht. Also es sollte auf jeden Fall noch zwei bis drei Finger Luft dazwischen passen. Daher gebe ich hier auch keine Angaben bezüglich der Maschenanzahl. Einfach eine Kette aus Stäbchen, die locker um eure Schultern herum passt. So, jetzt zeige ich euch das Ganze für Größe 38-40. Passt locker einmal rum und dann können wir auch schon zur Runde schließen. Das ist der Vorteil des Fußschlingenanschlags mit Stäbchen. Ich habe jetzt direkt die Stäbchenreihe fertig und kann das unverheddert dann zur Runde schließen. Dazu mache ich dann eine Kettmasche, dann zwei Luftmaschen, denn jetzt häkeln wir weiter mit Reliefstäbchen. Ich gehe um das erste Stäbchen so herum, dass ich das nach vorne ziehe. Dann mache ich einen Umschlag, nehme mir das nächste Stäbchen und häkel dieses normal ab. Umschlag, nächstes Stäbchen ziehe ich mir wieder nach vorne. Umschlag, nächstes Stäbchen wieder normal abhäkeln. Und so im Wechsel häkel ich nun einmal komplett herum. Dann sieht das so aus. Nachdem ich dann einmal rum bin, schaue ich, wie ich hier ende. Das ist aber egal, wenn ihr also mit zwei Stäbchen geendet seid, habt ihr ja eh zwei doppelte Stäbchen. Dann könnt ihr um dieses letzte hier als Reliefstäbchen noch rumgehen und dann zur Runde mit einer Kettmasche in der zweiten Masche von unten angezählt schließen. Und wenn wir das dann da unten vernähen, haben wir einen schönen geraden Abschluss. Die nächste Runde zwei Luftmaschen, dann wende ich das Ganze, also in jeder Runde die Richtung wechseln, damit die Naht, wenn sich eine bildet, schön in der Mitte bleibt. Jetzt müssen wir allerdings die Reliefstäbchen nach hinten abhäkeln. Also ziehe ich mir mit einem Stäbchen um das Stäbchen herum das Ganze nach hinten. Das nächste wird wieder normal als Stäbchen abgehäkelt. Und das nächste dann wieder ein Reliefstäbchen nach hinten. In der nächsten Runde schließen wir dann wieder mit einer Kettenmasche, machen zwei Luftmaschen und häkeln wieder in die andere Richtung, sodass die Reliefstäbchen nach vorne sind. Insgesamt häkel ich mir jetzt ein Bündchen aus 10 Reihen. Das müsste dann ungefähr so 10 bis 12 cm Höhe ergeben. Das sollte dann reichen, damit das Ganze auf den Schultern gut sitzt. Nach 10 Reihen sitzt das Ganze auch super, das ist der Vorteil, man kann es direkt auch mal anprobieren. Und weiter geht's mit halben Stäbchen, dazu zwei Luftmaschen und danach häkeln wir ganz normal halbe Stäbchen in jede Masche. Einmal komplett herum, denn als nächstes brauchen wir erst einmal eine Fläche, die gerade hoch geht. Auch ungefähr so breit wie das Bündchen, was wir gerade mit Reliefstäbchen gehäkelt haben. Am Ende müsst ihr aufpassen, es zieht sich so ein bisschen zur Seite, schauen, welche Masche belegt ist und dann wieder in der zweiten Masche von unten mit einer Kettmasche schließen. Zwei Luftmaschen,
und wieder die Richtung wechseln. Denn gerade bei den halben Stäbchen kann es gut sein, dass sich eine sichtbare Naht bilden wird. Und so häkeln wir jetzt einfach hin und her, immer zur Runde schließen, bis wir nochmal die gleiche Fläche wie das Bündchen gehäkelt haben. Aus halben Stäbchen. Und dann sehen wir uns wieder. Das Ganze wird sich links und rechts so ein bisschen auseinanderziehen, das ist aber normal, so soll es ja auch sein. Zurück nach 10 Reihen sind sowohl Bündchen als auch der gehäkelte Teil gleich hoch. Und nun können wir zu den Abnahmen kommen. Dazu nehmen wir uns nun zwei Maschenmarkierer und legen den Anfang so übereinander und streichen es glatt, sodass wir den Anfang hier an der Seite haben. Und auf der anderen Seite einfach den ersten Marker reinsetzen. Denn wir machen nun hier und auf der Seite jeweils eine Abnahme. Dabei ist dann auch wichtig, dass wir in jeder Reihe die Richtung wechseln, also wieder zurückhäkeln, damit auch dann die Nähte schön in der Mitte bleiben. Ich beginne mit zwei Luftmaschen, mache einen Umschlag, gehe in die erste Masche, hole den Faden, mache noch einen Umschlag, zweite Masche, hole den Faden und häkel dann alle Schlaufen gemeinsam ab. Das ist dann am Anfang unsere erste Abnahme. Setzen direkt den Marker, denn wenn wir zurückkommen und fertig sind, zieht sich das Ganze nach rechts und so können wir erkennen, wo wir einstechen müssen. Nun häkeln wir rüber bis zum nächsten Marker, dann kommt auch schon die nächste Abnahme. Und dadurch, dass wir, wenn wir einmal rum sind, mit einer Kettmasche schließen und dann wieder zurückhäkeln in die andere Richtung, bleibt dann die Naht schön in der Mitte, denn diese wechselt ja dann immer. Also, jetzt einmal bis zum nächsten Marker und dann zeige ich euch nochmal die Abnahme. So, beim nächsten Marker angekommen, Umschlag, erste Masche Faden holen, Umschlag, zweite Masche Faden holen und alle Schlaufen gemeinsam abmaschen und auch dort wieder direkt den Marker setzen. Nun bis zum Ende. Und dann heißt es wieder, am Ende mit einer Kettmasche schließen und dann in die andere Richtung wieder zurückhäkeln. Ich bin jetzt von hier gekommen und habe die erste mit dem Marker genommen und die zweite. Und auf dem Rückweg, wenn ich die Richtung nachher wechsle, nehme ich ja wieder die erste mit dem Marker und dann auf dieser Seite die zweite. Und dadurch bleibt das dann immer schön in der Mitte und wechselt. Nach ca. 21 cm Höhe habe ich nun meine Breite erreicht. Das sind ca. 28 cm Kopfumfang geteilt durch 2 und das ungefähr in die Breite. Als nächstes können wir den Marker hier hinten rausnehmen. Ach genau, wie ihr hier seht, durch den Richtungswechsel ist diese leichte Naht, die sich hier entwickelt hat, sowohl vorne als auch hinten schön in der Mitte und geht gerade runter. So, und ab hier jetzt können wir den hinteren Marker rausnehmen und dort, wo wir die Runde beendet haben, nun auch immer hin und her häkeln, aber wir lassen hier vorne offen und schließen nicht mehr zur Runde. So, das Ganze häkeln wir einfach gerade hoch und zwar so weit, bis wir ca. 2 cm vor Ende unseres Hinterkopfes angekommen sind, denn dann kommt die Kurve für die Kapuze. Und wenn ich soweit bin, dann sehen wir uns wieder. Also wir beginnen jetzt weiter mit halben Stäbchen die Reihe, beenden diese aber nicht mit einer Kettmasche, sondern lassen offen, gehen dann mit einem halben Stäbchen hoch und häkeln wieder zurück, sodass sich jetzt hier die Kapuzenöffnung bildet.
So, hier habe ich einmal zwei Reihen für euch gehäkelt, also gar nicht zur Runde schließen, einfach mit zwei Wendeluftmaschen und wieder zurück. Bis zur anderen Seite zwei Wendeluftmaschen und dann wieder zurück. Das Ganze häkeln wir dann so hoch, bis wir ungefähr 2 cm vor Ende unseres Hinterkopfes angekommen sind. Ihr könnt auch mehr häkeln, aber dann wird die Mütze nach vorne hin breiter auseinanderfallen. So, nach 25 Reihen sieht es dann so aus. Die Höhe reicht, weil mir sonst die Kapuze viel zu breit wird. Und nun mache ich hinten am Hinterkopf 2 bis 3 Reihen Abnahmen. Also ich möchte keine richtige Spitze haben, die dort rausschaut, aber ich möchte jetzt auch keine starke Rundung haben. Wenn ihr eine schöne starke Rundung haben möchtet, dann müsst ihr mehrere Reihen Abnahmen machen. So mindestens 4 bis 6 Stück. Dazu beginne ich jetzt erstmal wieder vorne mit 2 Wendeluftmaschen und häkel mit halbem Stäbchen bis zur Mitte. Ihr könnt die Maschen abzählen, ihr könnt aber auch beides einfach aufeinander legen und glatt streichen und ungefähr die Mitte markieren. Und wenn ich dann am Marker angekommen bin, nehme ich mir die Masche vor dem Marker, die Masche mit dem Marker und die Masche nach dem Marker. Also einen Umschlag, die Masche vor dem Marker, die Masche mit dem Marker und die Masche nach dem Marker. Und dann alle Schlaufen gemeinsam abmaschen, sodass wir 3 Maschen gemeinsam abgemascht haben. Den Marker direkt in diese Masche auch setzen, damit auch hier die Abnahmen auf Hin- und Rückreihe schön mittig bleiben. Dann einmal jetzt bis zum Ende und wieder zurück zum Marker häkeln. Und hier am Marker noch einmal die Masche vor und die Masche nach dem Marker gemeinsam mit der Masche mit dem Marker abmaschen. Vor, die Masche mit und die Masche danach. Alle Schlaufen gemeinsam. Marker wieder setzen. Und weiter geht's. Und wie gerade schon erwähnt, wenn ihr eine schöne Rundung haben wollt, eine starke Rundung, braucht ihr 4 bis 5 Reihen mit diesen Abnahmen. Ich mache nur 2, 3 Stück. So habe ich nur also einen ganz leichten Ansatz, damit ich nicht so eine mega Spitze nach hinten rausschauen habe. So, und dann kommen wir zum Zusammenhäkeln. Eine Luftmasche. Dann die Innenseite nehmen, das dürft ihr nicht vergessen. Und dann nehme ich mir einfach die Masche vom einen Teil, die Masche vom anderen Teil und häkel diese gemeinsam mit einer Kettmasche ab. Schön locker, die Kettmasche nicht zusammenziehen. Da sich sonst die ganze Kapuze auf Masse oben zusammenzieht, das wird nicht aussehen. Und so nun bis zum Ende. Am Ende dann noch den Faden vertüddeln. Und fertig ist das Hauptgerüst der Kapuze. Ihr könnt jetzt noch ein Reliefstäbchenrand nach vorne hin häkeln, wenn ihr möchtet. Das sieht natürlich auch gut aus, da ich diese Kapuze aber eher als Zierkapuze tragen werde, mache ich mir ringsherum ein paar Fransen ran. Den Faden dann einfach nur ganz normal einmal mit hin und zurück vernähen. Das sollte halten. Wie ihr seht, guckt die Spitze jetzt nicht so weit nach hinten raus, ist aber auch keine richtige Rundung. Und so sieht das Ganze dann insgesamt aus. Wie gesagt, hier könnt ihr euch jetzt den Reliefstäbchenrand ringsherum machen. Ich werde mir Fransen häkeln. Dazu mache ich mir ca. 10 cm lange Fäden. Diese schneide ich dann aber nochmal durch, also die sollten wirklich nicht länger wie 10 cm sein. Nehme mir mal 2 Stück. Und
haben, dann werden die einfach so eingehäkelt und festgezogen. Einmal schön festziehen und das hält dann regulär auch beim Waschen. Und dann verteile ich mir diese einmal so erstmal grob ringsherum und da, wo ich meine, dass noch was fehlt, setze ich dann noch was zwischen. Schauen, dass beide Seiten gleich sind und dann einfach so einhäkeln. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht eure Bewertungen, wie immer ganz, ganz wichtig. Abo dalassen ist kostenlos, Glöckchen drücken und ihr bleibt immer auf dem neuesten Stand. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.